Okay, gut. Dann, das Ding ist, ich habe, also gut, dann habe ich jetzt so mein perfektes Loadout zusammengestellt oder halt mit dem, was ich jetzt sagen würde, okay, ich würde es jetzt mal mit dem versuchen. Jein. Jetzt betreffend Mods, was muss ich da sonst noch drauf achten? Genau. Ich meine, ich habe jetzt wirklich nur Erholungsmods und so Standardmods draufgeknallt bis und die Icarus-Griffe halt als Mods bei den Waffen, ne? Genau, da wäre ich jetzt drauf eingegangen. Okay. Wenn du Handcannon spielst auf dem Helm, würde ich fast immer sagen, spielst du einmal Handcannon Targeting. Müsste Handcannon Zielen heißen auf dem Helm, ich bin mir nicht sicher. Du hast jetzt Schrotflinten Targeting drin, würde ich eigentlich nicht sagen. Eigentlich fast alle Leute spielen Handcannon Targeting. Das ist bei dir auf der ersten Seite da ganz unten rechts. Ah, der Kopf hat 5, der Mod. Handfeuerwaffen Zielen, das genau. Ist es. Okay, gut. Das, ja, kostet gleich 5, ja, okay. Genau, du siehst gut. Ja, was er macht. Letzte Season war er im Artefakt drin für 1, deswegen haben den da alle gespielt, hoch und runter. Das ist einer, der sorgt dafür, dass du entspanntere Hitboxen hast, entspanntere Hitrack beim Schießen mit der Handcannon. Das ist mit diesem Target Acquisition gemeint, und der Präzision, und halt, du zoomst halt auch schneller in die Handcannon ran. Okay. Okay. So, und wenn du den jetzt halt drin hast mit, was hast du auf dem Helm, Intellekt-Mod, wo? Ja, genau, richtig. Ist halt eh Hopfen und Malz verloren für noch irgendeinen weiteren Mod auf dem Helm. Ja, ich weiß, weil ich alles, weil es komplett für, oder ich, also ja gut, man könnte natürlich noch, ich habe ja ziemlich viel Intellekt, ich könnte da ja auch noch runtergehen. Ja, könntest du. Wir lassen es aber erstmal so jetzt stehen und gehen einmal so durch. Okay. Dann auf den Armen. Viele Leute würden jetzt bei 120er Meter sagen, ja, du musst jetzt Handcannon Loader spielen, also dass du schneller nachlädst. Du bist Warlock, ignoriere diese Aussagen. Wenn du transversive Schritte spielst, läd das Ding dir selbst die Waffen nach. Da musst du nie. Gewöhn dir Nachladen schon mal fast ab, würde ich sagen, wenn du transversive Schritte spielst. Okay. Okay, hast gehört, Joker. Ich gewöhne mir Nachladen ab, ne? Endlich mal eine gute Aussage. Nein, ja, ich höre zu. Sorry. Und ja, es ist halt so. Aber das stimmt. Mir haben die Leute tatsächlich gesagt, Handfeuerwaffenlader. Das heißt, den brauche ich theoretisch gar nicht. Den brauchst du auf allen anderen Klassen, die nicht Warlock heißen. Weil also. Warlock hat halt durch die transversiven Schritte eine Exotic, die das für ihn macht. Und du lädst halt die Waffen nur in den seltensten Momenten wirklich nach. Ach so. Okay, was würdest du dann stattdessen nehmen oder gar nichts? Ich habe halt drin Handcannon Dexterity. Ich weiß nicht, wie der Mod heißt, dass du schneller Waffen wechselst auf deine Handcannon. Und halt Shotgun Dexterity. Wäre für dich dann noch ganz gut. Das wäre wahrscheinlich dann Handfeuerwaffengeschick, ne? Genau. Shotgun Dexterity kostet 5, deswegen würde ich dir den nicht empfehlen. Handfeuerwaffen sind schneller bereit und werden schneller gehalftert. Den pack rein, bitte. Den mit Shotgun ist halt scheiße, den kannst du nicht reinmachen, weil er so teuer ist. Aber da du auf deiner Shotgun fixer Zug hast, brauchst du es auch nicht unbedingt. Okay. So, und dann hast du jetzt halt noch 3 Energie frei. Die gehen wir später an. Einmal, okay. Wenn wir so die grundlegenden Sachen durch hast. Gut. So. Auf dem Brust ist es sehr Geschmackssache, was man da spielt. Ich als Sniper habe da halt Unflinching Sniper Aim drauf. Also, ich weiß nicht, wie heißt der Mod auf Deutsch. Dass du halt weniger verziehst, wenn du angeschossen wirst. Reduce Flinching incoming from incoming fire while aiming Sniper Rifles. Geh mal auf den Mod ganz unten rechts auf der ersten Seite. Wie heißt der? Ruhiges Automatikgewehr zielen. Genau, dieses ruhige Scharfschützenzielen ist aktuell im im Artefakt drin, deswegen kostet er nur 1 bei mir, dann ist blau. Wenn das gerade irgendjemand bei mir sieht und sich fragt. Ich habe den halt drin, weil ich hauptsächlich Sniper spiele und Flinch ziemlich stark ist aktuell. Dir würde ich aber Unflinching Hand Cannon Aim empfehlen. Also ruhiges Handfeuerwaffen zielen. Genau. Reduziert das Zusammenzucken durch erlittene Treffer beim Ziel mit Handfeuerwaffen. Okay, alles klar. Genau. Den würde ich dir erstmal dran liegen. Das heißt, wenn du jetzt angeschossen wirst, dann verzieht sich ja dein Scope, geht irgendwo anders hin.
weil du ja eine Kugel abgekriegt hast, ist ja dieses Zucken. Ja, genau, richtig. Dieses, ja, ich weiß, dass das mich immer komplett ablenkt, ja. Ich meine nicht das Zucken, wenn du mit deinem Aim zuckst. Ich meine das Zucken vom Spiel. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, bei dir läuft das flüssig ineinander über, deswegen. Ja, das hat schon was. Ja, das ist leider schon so. Okay, gut. Dann habe ich auch nur noch einen Punkt frei. Also das bringt mir dann auch nicht dann mehr wahnsinnig Schuhe. Viel. Ne? Dann auf die Schuhe. Ja. Da auf die Schuhe muss auf jeden Fall Shotgun-Plünderer. Shotgun-Plünderer. Schrotflinten-Plünderer, ja. Kostet genau, zwei. Genau, einer reicht, nichts mehr. Wieso könnte man auch doppel machen? Du kannst zwei reinklatschen, dann bekommst du drei Kugeln pro Spezialpäckchen, was du aufhebst. Aber dann bist du einfach nur noch ein lebendes Munitionspäckchen am Ende. Okay, alles klar. So viel Shotgun-Ammo brauchst du nicht. Und selbst einer ist schon manchmal in manchen Situationen zu viel, wenn du viel lebst, viel und lange lebst. Laufe ich teilweise in Quickplay mit, also normalen Kontrolle, mit teilweise 15 Schuss Schrotflinte rum. Okay. So, da kann ich dann nicht mal mehr was aufsammeln. Dann, weil es gerade bei dir gesagt wird, von Haki TTV, Bodenhaftung ist auch gut. Nein, würde ich nicht sagen. Bodenhaftung ist ein Mod, der kostet 0, im Englischen Traction. Dann hast du einen kleineren Drehradius, wenn du sprintest. Dieser Mod hat keinerlei Effekt auf Maus- und Tastaturspieler mehr. Der hat früher mal 5 Mobilität gegeben, plus nochmal 10, die er dir nicht angezeigt hat. Also im Grunde hast du 15 Mobilität gekriegt dadurch früher. Ja. Das haben sie aber entfernt. Und viele denken, diese Mobilität wäre noch da, sind sie aber nicht. Und der Mod ist jetzt nur noch wirklich dafür da, damit Controller-Spieler. Bei denen ist es nämlich so in Destiny, warum auch immer, es ist fragwürdig, dass es überhaupt im Spiel ist. Wird sich auch viel beschwert. Wenn du sprintest, dann drehst du dich langsamer. Ja. Es macht keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum es existiert für die Controller-Spieler. Es ist einfach nur eine vom Spiel eingebaute Behinderung des Gameplays und mit diesem Mod würde das halt wieder aufgehoben. Dann dreht man sich halt wieder normal. Ja. Horizon sagt auch, das ist nur gut auf Konsole. Eben. Ja. Also wenn irgendwelche Controller-Spieler hier sind, packt den Mod rein, er verändert euer Leben in Destiny. Sag ich so. Als Maus- und Tastaturspieler brauchst du gar nicht wissen, dass er existiert. Gut, also habe ich jetzt grundsätzlich auf allen Rüstungs... Und noch das Klassen-Item. Ja, genau, das Klassen-Item fehlt noch. Aber grundsätzlich auf allen Rüstungsteilen habe ich Sachen drauf. Also Mods drauf, ja, für den Moment, okay. Klassen-Item, ja. Was empfiehlt sich da? Du hast das auf Void, wa? Ja, ich weiß gar nicht, wieso. Weil ich wahrscheinlich mal irgendwann Leere gespielt habe. Pendragon fragt gerade und auf PlayStation mit Maus und Tastatur. Meinst du, wenn du mit einer Xim spielst, dann hat es natürlich Einfluss, weil das Spiel denkt ja, du wärst mit Maus und du wärst mit Controller unterwegs. Also hätte es schon Einfluss dann. Welche Mods kannst du denn equippen? Ja, ich habe gar nicht wahnsinnig viel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nein, du hast sagen. Alle Mods, die man haben kann. Ah, okay. Es gibt kaum was für die einzelnen Class-Items mehr. Es gab mal viel, viel mehr, aber die haben sie alle rausgenommen. Weil die teilweise auch ziemlich broken waren. Reduce Class-Ability Cooldown when using your Class-Ability. Du hast einmal diesen Mod, der 2 kostet, den du da siehst. Den du jetzt gerade drin hast, glaube ich. Ja, diesen Verwiegung. Verewigung. Genau. Verewigung natürlich. Den kann man spielen, ja. Oder man kann den Mod Distribution da links neben unten gehen, also der erste nach dem blauen. Den kann man auch spielen, einer von diesen beiden. Den beim ersten Hunter nach dem... Beim Hunter gibt es da nochmal einen anderen Mod, der besser ist. Ah, du meinst die Verteilung da. Genau. Ja. Den würde ich spielen, anstelle des Zweiers, wobei, bei dem müssen wir gleich gucken, weil wenn wir so ein geladen mit Lichtbild bei dir reinbauen, was ganz nice wäre, könnten wir eventuell die Mod-Punkte brauchen. Aber da müsste ich gleich gucken.
Okay, ja, weil ich da auch nochmal 5 Intellekt drauf habe. Okay, alles genau. Klar. So, vorhin kam nämlich auch schon bei dir im Chat die Frage auf, welcher Mod denn dieser ausschlaggebende Mod ist für diese, für diesen erhöhten Schaden. Genau, richtig. Und dieser ausschlaggebende Mod ist High Energy Fire. Wenn du jetzt auf mein Klassen-Item guckst, wenn du mich jetzt mal inspizierst, dann mein Klassen-Item anguckst. Wir haben zu viele Leute drin, jetzt wollte ich gerade schon auf Loot Cap klicken. Loot Cap hatte sich vorhin gemeldet, dass er als Schussdummy gleich mal rumstehen kann. Deswegen. Ah, das ist aber nett. Ah, das finde ich schön. Wenn du jetzt mein Klassen-Item rechts klickst. Darf ich flexen dann danach? Dass ich Loot Camp easy rasiert habe, oder wie geht das? Nein. Okay. Klassen-Item bei dir, ja, ich sehe es auf der rechten Seite, ne? Das, dieses hochenergetische Feuer. Genau diesen Mod. Das ist der Mod, der dafür sorgt, dass wenn du geladen bist mit diesem Charge with Light Buff, den du durch andere Mods, die wir dir gleich equipen, wenn du den drin hast, sorgt der dafür, dass für jede Aufladung, die du hast, bekommst du, solange du aufgeladen bist, Waffenschaden. Das heißt, wenn du diesen Buff hast, also der stackt jetzt nicht hoch, wenn du jetzt irgendwie times 2 hast oder so, kriegst du nicht irgendwie mehr Schaden oder so. Also macht das keinen Unterschied, ne? Jein. Wenn du mehr... Wie kann man das gut erklären? Solange du geladen bist, machst du mehr Schaden, bis du jemanden tötest. Oder halt selber stirbst. Das ist so das Grundlegende, was dieser Mod macht. Und der erhöht halt den Schaden so hoch, dass du auch mit 100 in, Belastbarkeit egal ist, du wirst trotzdem von zwei Headshots mit einer 120er Hinkönnen getötet. Ach so, okay. Weil der alles hebt halt klar. Den Waffenschaden von 90 bzw. 91 auf 108 an. Okay. Für diese Zeit. Und das läuft halt auch zeitlich nicht weg. Das heißt, solange du aufgeladen bist, bleibst du aufgeladen, bis du halt stirbst. Ja, dann hast du zweimal Headshot, hast du über 200, dann ist der eh tot, ja. Genau, okay. Und das alles ist halt klar. So diese starken Sachen. Diesen Mod, wenn du den equippen kannst, reinklatschen. Also dafür beim halt Klassen. Beim Klassen-Item. Es geht halt davon ab, ob du halt den Mod hast oder nicht. Weil die Mods sind momentan nicht so geil. Ich habe ihn, ja. Hochenergetisches Feuer. Dann pack mal den Verteilung vorne raus. Ja. Und dann kannst du den Mod hier reintun. Ja. Der ist drin. Jetzt habe ich aber nichts mehr drin. Hier vorne, genau. Weil ich bin eh schon praktisch voll. Ist egal, dieser Mod ist 10-mal besser. Okay, gut. Dann, also Leute, ihr habt es gehört. Hochenergetisches Feuer. Der Mod alleine macht aber nichts, weil du musst ja aufgeladen sein. Und dieser Mod lädt dich ja nicht auf. Stimmt. Der Klassiker wäre jetzt natürlich, ich würde nur den Mod reinhauen und denke, und es wäre dann. Und passiert nichts. Du könntest, durch, wenn Teammates einen gewissen Mod spielen, könntest du hin und wieder mal aufgeladen werden. Aber du willst das ja selber eigenständig machen, ne? Okay, das Ding ist, wie sorge ich denn jetzt dafür, dass ich überhaupt mit Licht aufgeladen werde? Genau, dafür gibt es dann diese anderen Mods. Wie du gerade gesehen hast, der hochenergetische Feuer ist so gelblich, wa? Genau, der richtig. Ist einfach gelb. Es gibt dann diese Gegenfarbe von Bungie, die anderen Mods sind grünlich. Wenn du jetzt bei mir guckst, auf meinen Schuhen habe ich zum Beispiel Taking Charge, ich weiß nicht so ganz, wie der im Deutschen heißt, deswegen sage ich einfach den englischen Ladungsaufnahme Namen. Heißt der, Ladungsaufnahme. Genau, der Mod sorgt dafür, dass wenn du einen Orb, also so diese kleinen Power-Orbs, die deine Ulti aufladen und Co., die auf dem Boden rumliegen. Ja. Die entstehen ja, wenn du mit einer gemeisterwerkten Waffe zwei Leute schnell hintereinander Headshot tötest. Ja. Beziehungsweise, wenn du Ulti-Kills machst, dann entstehen halt diese Orbs. Und wenn du einen davon aufhebst, wirst du halt einmal aufgeladen mit so einem Stack und kannst dann halt die nächste Person two-tappen. Also wenn du so einen Orb aufnimmst? Genau. Dann kannst du schon two-tappen. Ja. Dann gibt dir dieser Mod einen Stack Charge with Light für jeden Orb. Und mit jedem Stack kannst du immer eine Person two-tappen. Ach so. Ach krass, okay. Musst du dir das immer vorstellen wie so eine Rechnung. Einmal Buff, gleich einmal two-tappen. Okay. Ah, okay. Ja, ich finde, Precam hat das schön geschrieben. Er hat geschrieben, gelb verbraucht, grün lädt auf. Genau, das ist so dieses grundlegende Prinzip bei den Mods von Charge with Light. Oder beziehungsweise mit Licht aufgeladen. Abgekürzt oft, wenn du das Kürzel CWL in einem Mod-Zusammenhang siehst in Destiny, heißt das Charged with Light und bezieht sich auf diese Mods übrigens. Okay.
Also das bedeutet jetzt grundsätzliches, wenn ich halt mit diesem Licht oder wenn ich halt mit diesem Licht aufgeladen bin, dann erhöht sich automatisch der Schaden durch diesen Mod, den ich auf dem Klassen-Item habe. Genau, richtig. Dieses hochenergetische Feuer. Ja, okay. Übrigens auch ein extrem geiler Mod fürs PvE, um mehr Damage zu machen, weil solange du halt keinen Gegner tötest, sondern zum Beispiel nur auf einen Boss draufschießt, hast du halt konstant diesen erhöhten Schaden. Deswegen mega, mega gut zu haben den. Ich habe Ladungsaufnahme habe ich auch auf den Schuhen. Also den Mod hätte ich auch. Was hast denn du für einen Roll? Dein transversive Schritte Roll ist nicht zu geil, aber es sollte reichen. Mach den mal auf 9, die Schuhe. Also auf, dass du noch keinen Ball ausgegeben hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach nur dreimal hoch. Genau. Und dann den Mod einsetzen, ja? Genau, und dann klatscht du den Mod einfach rein. Okay, gut. Jetzt habe ich auch Ladungsaufnahme auf den transversiven Schritten. Ja? Genau. Und dann gibt es jetzt noch ein paar andere Mods, die man spielen kann, wenn man noch Platz im Bild hat. Zum Beispiel wäre das einmal Radiant Light. Das ist ein Arcus-Mod. Das heißt, du bräuchtest ein Arcus-gemeisterwerktes Rüstungsteil dafür. Die Handschuhe. Da hast du aber, glaube ich, nicht mehr genug Platz drauf, oder wegen dem Handfeuergeschick. Wobei, ich habe noch drei führige Plätze. Du hast drei, dann passt das, wenn du den Mod hast. Geh mal auf den vorletzten Mod-Slot. Wie heißt denn der Mod? Radiant Light im Englischen. Ja, reaktiver Puls. Genau. Ist das der? Nein, einer weiter. Der ist weiß, der Mod. Also strahlendes Licht oder was? Strahlendes Licht? Genau. Das wäre einer der beiden Mods. Der sorgt dafür, dass wenn du einen anderen Arcus-Mod sogar noch dabei hast jetzt gerade, das hättest du halt leider nicht, dann würdest du sogar noch plus 20 auf deinen Stärke-Buff kriegen. Das ist dieser zweite Teil von dem Perk. Der erste Teil, den siehst du ja oben, der steht da ja, der sorgt dafür, dass wenn du aufgeladen wirst mit Licht, also weil du jetzt irgendwie einen Orb durch deinen anderen Buff aufgenommen hast, dann werden auch Kollegen, Teammates, die in der Nähe von dir sind, auch aufgeladen. Genau, richtig, ja. Das ist ganz geil für Teamplay, weil wenn dann halt einer aufgeladen wird, werden halt alle aufgeladen, wenn sie zusammen rumlaufen. Okay. Warte. Nein, falsch erzählt. Das zusammen aufladen, dass Kollegen aufgeladen wird, das macht mächtige Freunde. Den Mod hast du auch, den habe ich vorhin schon gesehen, der kostet 4. Mächtige Freunde. Ja, mächtige Freunde sehe ich gerade, ja. Genau, und scheinendes Licht, den anderen Mod, der sorgt dafür, dass wenn du deine Ulti ziehst, werden halt deine Teamkollegen aufgeladen. Das Einsetzen deiner Super führt dazu, dass deine Verbündeten in der Nähe mit Licht aufgeladen werden. Ja, okay, genau. Alles klar. Also das sind beides Teamplayer-Mods. Aber ich kann nur den Dreier nehmen. Ja, wobei du bedenken musst, wenn du jetzt noch einen anderen Mod hättest in dem dabei, der jetzt irgendwie, wo kann ich das gut beschreiben? Du siehst ja, das sind beides Arcus-Mods, wa? Genau, richtig, ja, es sind Arcus-Mods. Es gibt ja auch noch andere Arcus-Mods auf den anderen Slots. Zum Beispiel auf dem Class-Item hattest du ja diesen Void-Mod vorhin drin. Richtig, ja. Und diese Arcus-Mods hier, die beiden hier, scheinendes Licht und mächtige Freunde, brauchen so ein Mod equipped, damit du dieses zweite Perk nutzen könntest, also dieses plus 20 Stärke bei dem hier. Ach so, das heißt, ich müsste mein... diesen ersten Teil aktiv mit den Freunden. Okay, das heißt, ich müsste mein Klassen-Item müsste auf Arcus sein, logischerweise. Nicht dein Klassen-Item, sondern ein anderer Mod auf diesem Rüstungsteil müsste halt auch Arcus sein. Das ist ein bisschen komisch, das Prinzip, weil da gibt es noch was extra. Weil du kannst natürlich auch ein Bild haben, wo du scheinendes Licht auf dem einen, sagen wir jetzt auf den Armen hast und auf dem Klassen-Item hast du jetzt mächtige Freunde. Ja. So, die Mods bräuchten ja beide so einen Arcus-Mod nochmal auf einem anderen Slot, damit sie aktiviert würden. Ja. Also damit ihr zweites Perk aktiviert ist, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Dass das zwei Perks sind jeweils. Einmal dieses Casting Your Super Causes Nearby Allies to Become Charged with Light und einmal diese plus 20 Stärke. Okay. Was cool ist, ist, wenn du zum Beispiel auf einem Klassen-Item jetzt, das habe ich zum Beispiel auf einem Arcus-Klassen-Item, habe ich einen Arcus-Mod drauf,
reduces melee cooldown when using a class ability. Das heißt, wenn ich meinen Rift setze, geht meine Melee-Energie ein bisschen runter. Also geht schneller aufzuladen. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Weil ich meine, ich... Du kannst den reinklatschen, weil du den Platz hast. Und damit hilfst du zumindest schon mal deinen Teammates, wenn die 120er spielen mit so einem ähnlichen Bild. Krieg halt einfach nicht die 20 plus Stärke da, ne? Genau. Darum ist halt ein bisschen schade, aber gehopst wie gesprungen machen für dich keinen Wert. Gehopst wie gesprungen, ja, okay. Also das macht für einen Neueinsteiger noch nicht wahnsinnig viel aus, ne? Das sind halt, wie gesagt, diese kleinen Sachen am Bild für später. Die sind schön zu haben als Neueinsteiger, aber du wirst sie nicht stark merken. Okay. Gut. Aber wie gesagt, ist es halt das Schöne bei den Mods. Wenn ich jetzt auf dem Klassen-Item, du kannst mich ja inspizieren, dann siehst du auf meinem Klassen-Item diese zwei, habe ich ja einen Mod zweimal drauf. Genau, du hast diese Reichweite, diese Arcus-Reichweite hast du zweimal das drauf. Das ist ja einer dieser Arcus-Mods, die du zum Beispiel haben kannst. Wenn ich jetzt einen davon habe und jetzt als letzten Slot hier, ich mache ihn mal rein, mächtige Freunde. Ja. Dann ist ja dieses Zweitperk von mächtige Freunde aktiv. Ja. Dadurch, dass ich das hier aktiviert habe, hätte ich jetzt auf einem anderen Rüstungsteil noch jetzt scheinendes Licht, würde da der Zweitperk mit aktiviert, weil ich es ja unten schon einmal aktiviert habe. Verstehst du? Verstehe ich, ja. Das heißt, du musst nicht bei beiden dann Arcus-Mod haben, um den auszulösen, sondern wenn einer von beiden getriggert ist, sind beide aktiv. Ach so. Ganz schön, weil es dir halt einen Mod-Platz erspart. Ja, klar, ja, verstehe ich. Sehe ich. Das einmal so zu dieser Funktionalität von diesen Mods. Okay. Aber dann hättest du jetzt einmal ein ordentliches Bild, würde ich sagen, von den Mods her bei dir. Das kann man so gut benutzen. Also du würdest sagen, somit müsste ich jetzt grundlegend Veränderungen spüren oder spüre ich das eigentlich grundsätzlich dann nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, gut, jetzt haben wir komplett alles geändert bei mir. Maussensitivität und. Ich meine... Wahrscheinlich werde ich das schon spüren, ja? Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt... auf jeden Fall ein bisschen was spüren. Okay, ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt Gott werde oder so, sondern du weißt, was ich meine, ja? Dass ich halt irgendwie halt, dass es sich anders anfühlt. Ja, du wirst halt merken, dass du jetzt zum Beispiel durch diese Dexterity-Mods auf den Armen wirst du halt merken, dass du jetzt schneller zur Handcannon wechselst. Und das merkt man schon, den Unterschied zwischen dem Mod nicht drin haben und dem Mod haben. Also diesen Geschick-Mod. Okay. Den merkst du auf jeden Fall. Was du auch merkst, ist halt diesen Plünderer auf den Schuhen, weil du halt mehr Ammo bekommst. Normalerweise ist es so, wenn du ein Spezialpaket im PvP aufhebst, bekommst du eigentlich in den meisten Fällen immer nur eine Kugel für deine Schautflinte. Ja. Durch den Mod bekommst du aber jetzt jedes Mal zwei mindestens. Das heißt, du hast für jeden Kill, den du machst, im Grunde eine Patrone extra bekommen. Okay, das ist halt alles bei klar. Waffen, die kaum Munition haben, wie Schrotflinten, schon ganz geil zu haben.